Lassen Sie mich ein paar Dinge anführen, die mir in den Kopf kamen. Zu spät für nachhaltige Entwicklung. Vor kurzer Zeit in Deutschland gab es ein wunderbares Forschungsinstitut, Energy Watch Group. Und bei Energy Watch wurde eine Analyse durchgeführt. Da wurde gesagt, dass bis zum Jahre 2030, also noch nicht mal 20 Jahre von jetzt, wird die globale Ölproduktion nur 50% der gegenwärtigen Mengen betragen. Ich kann Ihnen sagen, und da bin ich absolut sicher, das ist kein Raten, sondern es ist die Wahrheit. Effizienzmaßnahmen und Solarenergie werden den Mangel an Öl nicht ersetzen können. Die absolute Energiemengen, die zur Verfügung stehen, um sämtliche Aktivitäten, die wir haben, zu unterstützen, die werden runtergehen. Gerade auch in Berlin, in Deutschland. Es ist so, dass die verfügbare Energie für Verkehr, für Heizung und so weiter sehr viel niedriger sein wird. Sehr viel niedriger als die Energie, die wir heute verfügbar haben. Davon spreche ich, wenn ich von nachhaltiger Entwicklung spreche. Natürlich wird diese Energie immer noch sehr viel mehr sein als die Energie, die es 1960 gab oder sogar 1970. Also, wir sprechen hier nicht vom Ende der Welt. Wenn man sich aber denkt, man geht immer weiter hoch und hoch mit der Energie, wohingegen es tatsächlich immer runtergeht, dann hat man Probleme. Man muss sich für diesen Rückgang vorbereiten. Und wenn man das richtig macht, dann kann man trotzdem noch attraktive Ergebnisse haben. Das ist sehr wichtig. Und genau das meine ich, wenn ich sage, man sollte nicht versuchen, nachhaltige Entwicklung zu erzielen, sondern stattdessen einen wirklich geordneten Übergang zu organisieren.